Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nimby Rails, zu dem Projekt, was ich zusammen mit Lavan habe, wo wir im Grunde genommen anfangen, so ein bisschen, was Niedersachsen betrifft, das nachzubauen. Wir haben hier die komplette Weltkarte zur Verfügung. Prinzipiell gesehen könnten wir hier 30.000 Folgen am Stück machen, wo wir das ganze, die ganze Welt nachbauen. Ob wir das tun, werden wir mal sehen, je nachdem, wie es uns gefällt, je nachdem, wie die Möglichkeiten sind. Und wie es euch gefällt, natürlich. Genau. Das Ganze ist immer noch in der Beta, es ist relativ frisch aus der Beta raus, oder nee, in die Beta rein, besser gesagt. In den Early Access, das meinte ich. Early Access. Ja. Und wir werden, denke ich mal, sehr viel hier noch mit rumhantieren und werden auch das ein oder andere Update dann mitnehmen können. Und für diejenigen, die bei mir zuschauen, das hat Lavan bisher hier gebaut, auch hier schon direkt mit Weichen und so weiter und so fort. Ist ja auch schon ein bisschen mehr erfahrener hier im Game als ich. Es fällt auch schon der erste Zug Richtung, was haben wir hier oben, Richtung Sporthalle. Ach, der habe ich noch gar nicht benannt. Wie es aktuell bei Lava noch heißt. Und ich bin jetzt gerade dabei gewesen. In der letzten Folge habe ich Oldenburg zumindest schon mal bis Delmenhorst angebunden. Verbinde dann jetzt Delmenhorst nochmal mit Bremen Hauptbahnhof. Und werde dann höchstwahrscheinlich, je nachdem, ob wir es schaffen, noch in diesem Video oder nicht in dieser Folge, werde ich dann nochmal Oldenburg mit Bad Zwischenahn verbinden. Genau. Also von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich kann nicht schreiben übrigens gerade, weil ich es gerade so halb schreibe. Die Sporthalle ist übrigens Hannover Flughafen, wer sich da gewundert hat. Das ist die S-Bahn, die da schon fährt. Da habe ich das vorhin vergessen zu benennen. Und ich denke mal, vielleicht kriegst du es ja auch hin, die erste Regio-S-Bahn diese Folge oder in den nächsten Folgen fahren zu lassen. Das ist ja so deine Ecke da oben. Genau. Und ich werde in dieser Folge mich, ihr könnt also beim Seitenspinner jetzt auch sehen auf dem Kanal und bei mir. Ich werde in dieser Folge mich Richtung Wunstorf vermutlich ausbauen, ein bisschen S-Bahn, Strecke auch schon mal bauen und dann Richtung Neustadt hoch. Also das ist ja schon mal die Strecke. Unser Ziel ist ja erstmal Hannover-Bremen miteinander auch zu verbinden, dass wir hier so eine durchgängige Strecke haben. Das wäre schon mal, dann hätten wir schon mal so ein bisschen in Richtung Fernverkehr etwas. Und ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung dort. Ich bin hier letztes Mal stehen geblieben, als ich den Bahnhof Letta gebaut habe, S-Bahnhof. Nur irgendwann wird es bei mir. Wie bitte? Da gab es die schönen Butterwitze. Ja. Meine Witze sind immer top. Top-Qualität. Also ich hoffe, ich habe den Bahnhof richtig gebaut, weil ich hier nämlich dem Teil. War das jetzt auch schon wieder Werbung für Butter? Top-Qualität? Ja, immer Butter. Deutsche Markenbutter. Nee, keine Ahnung. Man im Norden immer so schön sagt, Butter bei den Fische. Dann wollen wir mal hier weiterbauen. Ich müsste mal gucken, ob der Bahnhof Letta überhaupt an der richtigen Stelle ist, aber da das hier der Stadtteil Letta ist, vermute ich, dass es an der richtigen Stelle ist. Und Sieze müsste dann hier vorne liegen. Es ist manchmal immer ein bisschen schwierig, so über Flüsse, über Flussüberquerung das dann noch zu machen, um halt möglichst wenig Viadukt zu haben. Ich habe ganzen Teil im Viadukt gebaut, weil ich einen Damm darstellen wollte, aber vielleicht werde ich das auch nochmal umbauen. Letzte Folge einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Bahnhof Seeze liegt. Aber müsste eigentlich hier liegen. Ja, hier sieht man das. Der ist hier vorne. Wie gesagt, wenn ich grobe Fehler mache, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dass ich irgendwie Bahnhof falsch setze oder so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob Seeze. Müsste ja eigentlich auch eine zweigleisige S-Bahnhof sein, soweit ich weiß. Die Regio-Strecke sollte da vorbeigehen. Wo bin ich denn jetzt hier? Verschreibe mir, wo ich gerade bin. Ah, kurz vor Neustadt. Ich bin auch bald bei einem Neustadt. Aber Neustadt am Rübenberge. Also, noch nicht ganz, aber das ist die Ecke, wo ich jetzt hinbaue. Über Wunstorf. Es gibt ja auch nur. Wie viel Neustadt gibt es in Deutschland? Ich habe mal irgendwie 30 oder so? Oder mehr? 30 Neustädte. Das ist auf jeden Fall der meiste Name von Städten in Deutschland.
Aber wie wir es genau sind, weiß ich auch nicht. Ja, ich denke mal, dass es wahrscheinlich auch viel mit der Geschichte so zu tun hat. Na, da hat jemand eine neue Stadt gebaut und dann hat das eine neue Stadt gedacht. Das ist jetzt so, keine Ahnung, nicht besonders kreativ. Ja. Ja, ne, also wenn ein neues Gebiet erschlichen wurde, dann hat man es halt wahrscheinlich einfach so gesagt, hier, neue Stadt. Ach. Ich verbaue mich hier wieder so schön. Und der Vorteil ist, man kann ja auch alles nochmal wieder umbauen. Also falls ich jetzt irgendwie Gleise erstmal so grob lege. Genau, man kann es ja super mit dem... Ich will immer Move It Mod sagen, weil es halt bei Cities Skylines heißt, der eine Mod. Aber man kann es ja... Ist ja komplett integriert hier in das Game, wo man halt hier einfach schön das Ganze nochmal, was man gebaut hat, viel, viel angenehmer machen kann. Und ich habe gerade... Ich habe nämlich gerade Mist gebaut. Ich habe die Regelstrecke an die S-Bahn-Strecke. Morsezeichen, herzlich willkommen in Pustdorf, okay? Am Pustdorf. Ich sag ja, die Namen sind super manchmal. Das Lustige, so heißt scheinbar die Brücke oder so. Wie heißt Morsezeichen? Ich hab keine Ahnung. Ist das bei allen Brücken so oder ist das einfach gerade... Das ist gerade echt weird. Okay, jetzt gehst du hier mit einem komplett riesigen Viadukt. Ich warte ja darauf, dass da irgendwie mal so ein Name von einem Modell auftaucht oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas Komisches. Weil der nennt das ja echt immer, was da in der Nähe liegt, am Bahnhof. Oder wir hatten, glaube ich, einen Dönerimbiss, hatte ich vorhin auch schon, in der letzten Folge, wo das irgendwie nachbenannt wurde oder so. Das geht alles. Welche Geschäfte liegen denn meistens am Bahnhof? Ja, meistens irgendwelche Restaurants oder in McDonald's. Wahrscheinlich heißt ja dann nachher McDonald's. So. Eigentlich ist das ja untertunnelt. Ich suche gerade den Delete-Button-Film gerade auf. Da muss ich ein bisschen früher anfangen, weil wir jetzt hier nämlich den Mittellandkanal ist das hier, überqueren. Also das war kein echter Tunnel, aber halt unterführungsmäßig unter die Autobahn durch oder unter der Autobahnstraße, whatever. Okay, dann gehst du gleich wieder unter eine Unterführung. Ich weiß ziemlich genau, dass das hier nämlich tatsächlich eine Brücke ist, dass man da immer rüber fährt. Irgendwann kommen wir auch in Gebiete, wo ich mich dann nicht mehr so gut auskenne. Also kurz hinter Wunsdorf Richtung Neustadt werde ich dann schon nochmal nachgucken müssen. Der Vorteil ist jetzt hier, in der ersten Folge konnte ich halt alles so ein bisschen bauen, weil ich es noch im Kopf hatte. Aber irgendwann komme ich dann auch mal so, wo geht's jetzt weiter? Ich mache das mal einfach ungefähr so. Weil wir ja von hier dahin kommen. 23 Meter sollte auch passen in etwa. Ich bin mal echt gespannt, wie das Projekt bei euch ankommt, ehrlich gesagt. Ob das interessant ist beim Zuschauen. So als Let's Play aufgezogen. So, wir bauen jetzt hier weiter in Richtung. Ja, wie gesagt, sehe jetzt den Gümmer. Welcher Bahnhof kommt dann? Guck mal, auch interessant, dieses Waldstück. Da ist ja überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Bahnstrecke durchgeht. Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass die jetzt hier anders ist. Übrigens hier A2. Da müssen wir auch noch drüber oder drunter durch. Und dann sind wir schon gleich in Wunsdorf. Da ist es nämlich auch hier. Hier ist der Bahnhof von Wunsdorf. Und dann geht hier hoch Richtung Bremen die Strecke, wo wir weiterbauen. Und hier ist Richtung Haste, Ruhrgebiet. Also erstmal als nächstes kommt Haste und danach kommt irgendwann weit entfernt das Ruhrgebiet. Aber auch Richtung Bielefeld und was auch immer alles hier, ne? Hier oben halt Richtung Bremen. Können wir nicht später auch die Strecke runter Richtung Haste dann weiterbauen? Da würde ich auch gerne weiterbauen Richtung Ruhrgebiet. Oder wir bauen dann irgendwann die Rollbahn. Das ist auch cool. Die Rollbahn, die jetzt von Bremen hier runter geht. Ja, ich zeig gerade wieder, wie viel. Die dient gleich nur lang. Bremen. Ich bin ja auch schon mal abgefahren. Bassum, glaube ich, ne? Das ist ja die Ecke, ne? Süke, Bassum. Nicht nach Minden. Die müsste doch nach Osnabrück gehen. Also hier irgendwo entlang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da ist irgendwo die Rollbahn. Die wir dann auch gerne mal bauen können.
So. Ich bin schon gleich in Wunstorf. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so schnell da hinkomme. Machen wir nochmal einen Tunnel raus. Dann ist hier, sind hier auch relativ viele Gleise. Wir bauen jetzt mal die Gleise in Richtung Bremen. Ich hoffe, dass der Bahnsteig lang genug ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist ein bisschen unsauber hier, aber wir lassen es einfach mal dabei. Wo ist denn die Abzweigung für die Güterumgehung? Die muss doch auch hier irgendwo sein. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Also normalerweise müsste die Güterumgehung hier irgendwo rausgehen. Wir sind jetzt hier über der Autobahn, glaube ich. Ja, die geht drunter durch. Ich glaube, so ist. Ich weiß nicht ganz genau, ob es realisiert so ist. Ich bin mir aber nicht sicher, wo diese Güterumgehung hier rausgeht. Die müsste doch hier sich hier irgendwo abzweigen. Hier vielleicht? Ich glaube hier. Ich glaube, das hier wäre dann die Abzweigung Güterumgehung. Die geht dann hier so rüber. Hier vielleicht weiter? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo diese Güterumgehung ist. Aber wir haben auch keinen Güterverkehr erstmal, deswegen brauchen wir die erstmal wahrscheinlich nicht. Aber die müsste da auch irgendwo in der Ecke liegen. Ihr müsst doch mal sagen, wie ihr die Musik findet. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Musik ich dahinter schneide, ehrlich gesagt. Aber ich werde wohl Musik dahinter schneiden, da dieses Spiel einfach keinen Sound hat. Deswegen werde ich wohl auch Musik dahinter schneiden. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Oder ihr könnt mir dann mal schreiben, wie sie gefällt. Und das war falsch rum. Wie genau die Weichen hier liegen, wäre so ein Ding, was ich mir dann offscreen nochmal angucke und dann nochmal nachbaue. Also mit euch zusammen, aber ich werde das dann offscreen mir angucken und dann, um dann nicht jetzt in der Folge die ganze Zeit auf Google Maps sein zu müssen. So. Boah, das ist immer andersrum. Nein, ich will die bitte so rum haben. Wie können wir die eigentlich drehen, dass er die Bahn von der anderen Seite zeigt? Geht das irgendwie? Hast du eine Ahnung, wie man Weichen dreht? Nee, ne? Nee. Mit Weichen bisher auch noch gar nicht gearbeitet. Ach, man muss von der Seite, glaube ich, dran gehen, dann sollte es funktionieren. Ja, okay. So, wir haben jetzt die erste Strecke zumindest schon mal durch. Hast du Bremen Hauptbahnhof schon angefangen? Yep. Dann bin ich mal gespannt, ob dein erster Zug da. Wenn der erste Zug fährt, komme ich aber auch vorbei und gucken wir das mal an. Build My Blueprints. Hat jetzt knapp 300 Millionen gekostet. Wir haben es ja. Ja. Ehrlich. So, und Tor. Neue Ehrlich? Linie. Dann geht's hier hoch. Könnten wir rein theoretisch auch schon mal eine S-Bahn-Strecke eventuell dann schon mal fahren lassen, also das von Hannover Hauptbahnhof Nordstadt. Dass die zumindest schon mal bis Wunstorf fährt. Es müsste ja auch eine S-Bahn-Strecke geht ja auch hier hoch. Neustadt müsste ja auch einen S-Bahn-Bahnhof anhaben. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Ja. Poppenhagen. Ich weiß gar nicht, wo die S-Bahn hier endet. Nach Nienburg. Nach Nienburg fährt dann ja auch nicht. Ja, die fährt bis Nienburg. Die hat auf S-Bahn Hannover. Ich gucke mir das ganz kurz mal ein bisschen an nochmal. Weil ich jetzt wissen muss, wie es wo der nächste Halt ist. Hätte ich gesagt, Wunstorf haben wir hier. Dann geht's hier hoch. Jetzt teilt sich das auch nochmal auf, die Strecke. Aber das sind doch so Anschlussgleise, okay. Oder? Das ist mal eine Kurve hier. Okay, interessant. Wichtig ist aber die Strecke, die ihr jetzt gerade nicht seht. Ich gucke mir gerade, wie gesagt, ein bisschen auf Google Maps das Ganze an. Müsst ihr jetzt mal schauen. Poppenhagen hat einen S-Bahnhof. Okay, interessant. Dann kommt Neustadt am Rübenberge. Ne, Mühlfelderland. Ich weiß gar nicht, wie lange das hier viergleisig ist. Das müsste ich auch nochmal gucken. Vielleicht muss ich gleich auch nochmal auf das, sieht man das hier? Ah, leider eher nicht, oder? Doch, sieht man hier, das ist nämlich, genau, das müsste viergleisig sein. Jetzt aber gar nicht gedacht, dass das noch viergleisig im Abschnitt ist. Da wurde es doch. Jetzt muss ich wieder gucken. Jetzt haben wir nämlich wieder unterschiedliche Stops hier. Wenn wir. Ich könnte mal ganz kurz bei Open Rail Map gucken. Kennst du Open Rail Map? Ja.
glaube, das ist eine ganz gute Vorlage. Ich war ganz kurz da. Ich weiß, jetzt gucke ich relativ viel gerade nach, aber ich. Vielleicht schneide ich es auch raus. Also, wenn ihr merkt, dass ich nicht rausgeschnitten habe, war ich faul. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, Jan, du faule Sau. Schneid doch mal die Sachen raus. Schier. Kann ich jetzt nämlich Open Rail mit nach? Okay. Ist auf der rechten Seite, also hier auf dieser Seite. So, Hannover. Hier ist es einfacher. Genau. Hier ebenfalls. Welche ist denn jetzt unsere Strecke? Hier hoch, ne? Ja, genau. Okay, hier vorne ist noch eine Strecke, die hier abgeht, aber das sind doch irgendwelche. Genau, das war dieses Zubringergleis hier, glaube ich. Genau. Irgendein Zubringergleis. Gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Also kaum noch. Irgendwie so Firmenanschlüsse. So. Ah, interessant. Baut man hier automatisch gerade eine Weiche ein, okay. So, dann müssen wir jetzt hier halten. Genau. Wo liegt denn Poggenhagen? Poggenhagen, da oben haben wir es. Und hier ist auch der Bahnhof, vermutlich. Ich guck mal gleich, ob der Bahnhof in Poggenhagen 4 oder 2 Gleise hat. Ich vermute 2. Jetzt ist natürlich viel auf Open Rail geguckt. Poggenhagen hat 2 Gleise, okay. Normalerweise auch direkt hier vor, oben nach dem Bahnsteig. Aber wir können nur auf beiden Seiten Bahnsteige bauen. Deswegen werden wir das jetzt erstmal so bauen. Normalerweise liegt der Bahnhof teilweise hier, teilweise hier. Oder wir machen es halt anders. Bauen den ein bisschen länger und bauen den hier rüber. Puh, das waren jetzt 18 Stops. Läuft. Und dann wieder zurück. Wo? Jetzt hier, genau, hier muss ich durch. Interessant, dass die Wälder hier nicht... Nee, das war jetzt hin und zurück zusammen, so. Ah, okay. Ich glaube 160 ist ja... Gut, also den Teil haben wir jetzt schon mal. Poggenhagen. Dauert eine Stunde 5 Minuten, das wird sogar passen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn deine Züge losfahren. Eigentlich weniger. Ich baue schon mal meine Entwürfe hier. Das sind circa... Oh, ich gucke dann kurz nochmal nach, das kann man ja leicht nachgucken, gesehen mit dem Zug. Das dauert 38 Minuten. Das heißt, es werden 76 Minuten. Also eine Stunde 16 Minuten soll das ungefähr sein. Also gehe ich mal einfach mal auf. Der Unterschied ist natürlich, da wir auf Zeit 1:1 spielen, da stand, dass große Bahnanlagen schwierig ist darzustellen. Wir wollen ja große Bahnanlagen bauen. Habe ich mir... Ist natürlich auch, wenn wir jetzt eine Mitfahrt machen mit deiner Linie. Das ist man halt auch eine Stunde unterwegs, ne? Das darf man nicht vergessen. Also auch das ist realistisch. Ja. Ich würde fast sagen, ich gehe nach der Zeit von den Alternativen. Also alle eine Alternative vorbei. Nee, ich gehe doch auf... andere, sondern bin selbst bei 1,16, dann gehen wir auf 1,32, dann passt das auch in etwa. Ich guck grad mal, ob es hier noch irgendwo eine Halte zwischen gibt, aber wo soll hier noch sonst eine S-Bahn halten? Also hier ist ja echt kein Bahnhof mehr dazwischen, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier vielleicht? Nö. Nee. Es ist ja auch so ein bisschen so, muss man sagen, dass die S-Bahn Hannover nur im Stadtgebiet einen S-Bahn-Charakter hat. Außerhalb ist es eher so ein Regionalbahn-Charakter, möchte ich sagen. Hier hatten wir in Hagen bei Hannover und dann in Linzburg, dann Nieburg-Weser und da endet dann auch die nächste S-Bahn-Strecke. Ich würde sagen, das müsste bei mir jetzt, glaube ich, war das ein NS-Flirt 3 oder 4? Das sind auf jeden Fall die Holländer, die du da, die, aber den Flirt kannst du ja überall setzen. Hast du schon den ersten Zug unterwegs? Nee, noch nicht. Ich guck erstmal, wie die aus. So. Das ist der Dreier.
Ich find's super, dass ich nur, wenn ich NS für 3, 4 eingebe, dass ich einen 3er angezeigt bekomme. Ich bräuchte prinzipiell eine ET440. Die haben wir aber noch nicht, ne? Nee. Gut, dann gehe ich einfach mit. Nimm einfach was Blau-Gelbes. Ist doch blau-gelb, oder? Die Regio-S-Bahn. Also, oder ich weiß, dass sie blau ist, aber gelb weiß ich jetzt hundertprozentig gar nicht. Okay, Top 160. Nummer 33. Okay, was 160? Muss ich einfach gucken. Fürs Erste. Du kannst das auch einstellen. Also du kannst, wie gesagt, bei der Linie selber, also nicht beim Zug, sondern bei der Linie selber einstellen, höchstens 160 fahren. Wenn der den. Ja, genau, wenn der schneller fährt. Genau. Das würde ich zum Beispiel bei diesen Zügen sehen, die so ein bisschen aus wie die Doppelstockzüge aussehen. Die zwar aber hier im Spiel 220 fahren. Die würde ich dann auf 160 einfach begrenzen. Himmelreich. Hat Himmelreich einen Bahnhof? Auf jeden Fall schöner Name. Ich glaube, den Himmelreich hat keinen Bahnhof. Es gibt leider keinen Bahnhof im Himmel. Es tut mir leid. Eilwisse. Okay, Eilwisse hat einen Bahnhof. Ist das... wo ist denn Himmelreich? Wo bin ich? Mich verbaut? Nee, das ist Eilwisse. Also Himmelreich scheint keinen Bahnhof zu haben, aber Eilwisse hat einen. Ja. Das müssen wir noch umbenennen. Neustadt am Rübenberge. Ist das hier? Genau, du sollst von dort starten. Und du sollst bitte von... Nein. Ist übrigens beim Bruder geboren. Von Neustadt am Rübenberge. Und wichtige Randinformation. Es ist super, dass die beide hier starten. Du kannst den ja Abstand einschalten. Du kannst denen sagen, wartet, die sollen mindestens so viel Abstand haben. Ja. Will ich gerade nochmal machen. Warum muss ich es nochmal machen? Was aber nicht wirklich will, aber. Ich kann ja 38 Minuten nehmen. Dann ist halt Originalzeit. 146 Kilometer hin zurück. Wie lange würde das dauern? Wie lange brauchst du für die Strecke? Die Strecke dauert ungefähr 38 Minuten dauern hin. Also eine Tour. Deswegen habe ich es so eingestellt, dass es halt länger dauert. Hier haben wir also den Zug, die Regio S-Bahn. Müsste das sein? Von Bremen nach, wo geht die hin? Oldenburg, ach, die Verbindung, genau. Dann haben wir den Teil auch schon mal fertig, das ist cool. Genau, und die führt jetzt los, da wollen sehr viele gerade in Bremen-Neustadt raus. Aber also ich habe das, glaube ich, noch gar nicht so wirklich gezeigt, dass hier auch Leute zusteigen, ne? Ich habe hier nur die ganze Zeit gebaut, also hier sieht man übrigens, ich wollte das mal ganz so zeigen, das habe ich in der ersten Folge nicht gezeigt, wie viele Leute im Einzugsgebiet sind. In Bremen-Neustadt sind das jetzt 1915 und 134 Leute warten gerade am Bahnhof. Können da auch draufklicken und dann sehen wir, wo die Leute hinwollen. Ach, nicht umbenennen, nee. Das ist die Information, links oben. Ganz oben links in der Ecke, der Informationsknopf. Da, 62 Leute nach Bremen, 5 Leute nach Delmenhorst, 43 nach Heidkrug und 19 nach zum geilsten Ortsnamen. Es gibt Oldenburg in Oldenburg. Weil es noch eins in Schleswig-Holstein gibt, ne? Schleswig-Holstein war das, oder? Das genau, andere. Ja, das war Schleswig-Holstein. Schierbrock, auch nicht schlecht. So, die Linie, ja, Intervall von 38 Minuten. Ich denke mal, man kann das doch alles locken, so für die Linie, ne? So, ich baue jetzt hier schon mal weiter. Also mein Ziel ist eigentlich, ich wollte diese Folge eigentlich noch, deswegen werden wir auch wieder ein bisschen länger machen vermutlich. Ich wollte diese Folge eigentlich noch Neu-Nienburg erreichen und die nächste S-Bahn-Linie eröffnen. Das wäre so mein Ziel gewesen.
Boah, wieder 40-Minuten-Folge. Ich frage mich, ob ihr das euch 40 Minuten anguckt. Das weiß ich nicht. Das müssen wir echt ein bisschen beobachten. Sonst muss ich mir überlegen, ob ich ein bisschen zusammenschneide oder so. Gucken wir mal. Wir gucken mal, wie das Format läuft. Vielleicht, wenn noch mehr Leute dabei sind, dann sehen wir auch noch mehr von anderen Leuten, die da Strecken bauen und so. Stelle ich mir sehr cool vor. Ach, Besuchsbergwerk Kleinbremen. Da gibt es auch eine Strecke runter. Bestimmt so eine Lorenz-Strecke. Da war ich auch schon mal in Kleinbremen. Guck, das sind die beiden Aber die sollten warten. Also bei mir hat das mal funktioniert, dass die gewartet haben. Ja, die fahren aber direkt hintereinander. Das ist halt auch irgendwie... Nee, wenn du da, weißt du, wo du es einstellst? Ja, ich habe schon eingestellt, dass die in Oldenburg, der eine nach in Oldenburg beginnt und die andere halt in Bremen, aber es will halt trotzdem nicht. Ich hätte sonst gesagt, dass du beim Minutenintervall einstellst bei Linie, das funktioniert. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ah, okay. Aber die liegen halt öfters auch mal außerhalb der Städte und dann. Jetzt wartet der 35 Minuten perfekt. Kommt der Busverkehr dazu? Aber den gibt's ja noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, obwohl, das heißt Nimby Rails, ne? Meinst du, Busverkehr kommt mal irgendwie dazu? Glaube ich nicht. Ne. Hör, dann gibt's eher Nimby Bus. Nimby. Naja, alles mögliche. Wobei ich mir auch eher weniger vorstellen kann, weil es halt auch wieder deutlich komplexer ist, ne? Also, es kommt halt von Stadt zu Stadt, das ist halt unterschiedlich. Man hat ja halt die Bushaltestellen halt auch bei Google Maps angezeigt, ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding. Ach, wir haben hier halt einen Bahnsteig. Ich frage, was hält man da aber nicht? Wir können ja, wie gesagt, später auch nochmal die Strecken ausbauen und verbessern an einigen Stellen. Dann können wir später sowas machen, was später irgendwann vielleicht mal so ein paar, wie würde das deutsche Schienennetz sich verbessern können. Ich bin hier gerade komplett falsch. Ja, ich bin hier komplett falsch. Denn das Ganze kommt erst hier vorne. Hä? Wieder zu eifrig gewesen hier mit Bauen. Welche Stadt ist das jetzt hier? Sind wir schon in Nienburg? Ja, sind wir schon. Das sieht wo ist der Bahnhof? Sehr gut. Der ist hier vorne. Ich schau mal ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Gleisen da die S-Bahn halten. Nienburg. So Kleinigkeiten kann man später immer nochmal nachgucken, denke ich. Ich schau mal ganz kurz, wie groß der Bahnhof in Nienburg ist. Da oben? Hier. Boah, ist auch hier gerade echt ein bisschen, nein, ich wollte hier. So, normalerweise müsste das ja so da stehen. Ich weiß gar nicht, ob die einen Hauptbahnhof haben, weil ich denke mal, Nienburg-Weser wird keinen Hauptbahnhof haben. Manchmal haben auch so kleine Städte, da heißt der Bahnhof dann Hauptbahnhof, weil die nochmal irgendwo einen anderen Bahnhof haben. Ich muss nochmal dazwischen ahnen und dann haben wir hier... Ich glaube, das steht. War das nicht Oldenburg minus Wechleu? Ich meine ja. Und werde dann mal die zweite S-Bahn losschicken. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei 39 Minuten. Dann würde ich sagen, bekommt das Ganze jetzt mal hier. Ja, eine weitere S-Bahn-Linie. Jetzt kommt da mal zu. Linien. Die starten ja eigentlich alle von Gleis 1 und 2, deswegen. Starten wir hier. Übrigens, was auch sehr interessant ist, ihr könnt immer sehen, zumindest wenn Lavan und ich hier gemeinsam an der Welt hier bauen, könnt ihr sehr schön oben sehen, zu welcher Uhrzeit und zu welchem Tag wir es aufgenommen haben. Das könnte aber später nicht mehr funktionieren, weil wir das Spiel doch rein theoretisch... muss man mal schauen. Also zumindest im aktuellen Stand kann ich sagen, die Zeit und den Tag und die Zeit, die ihr dort gerade seht, ist aktuell die Echtzeit. Falls sich das ändert und ich daran denke, dass ich das mal erwähnt habe, dann erwähne ich es nochmal. Ja, weil ich glaube, es wird später nicht mehr so sein, weil wir den Spielstand dann ja abspeichern. Und der müsste ja dann die Uhrzeit aus dem Spielstand laden. Ja, ist halt die Frage, ne? Ob das halt so gesinkt ist, dass es halt nochmal neu sinkt und so oder nicht. Aber ich würde ja sonst keinen Sinn ergeben, weil du das Spiel ja auch rein theoretisch schneller schalten kannst, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also jetzt kannst du es jetzt nicht, aber im Singleplayer kannst du es ja schneller schalten. Und da muss es ja irgendwie so ein bisschen passen, weil du kannst ja auch, normalerweise spielst du das ja auch mit Geld. Das wird ja über die Zeit berechnet, wie viel Geld du verdienst und so. Deswegen vermutlich wird es dann nächstes Mal einfach dann hier oben weitergehen von der Zeit. Wir sind aber schon 2 Tage später, oder wenn wir es nächstes Mal aufnehmen. Genau, wenn wir dann sehen. Also falls ich dann denke, dass ich es mal erwähnt habe, dann schaue ich mal nach, wie das so ist.
für die DB. Ah, du musst, wenn du die Weichen wegändern möchtest, dann musst du einfach Shift drücken, dann ändert der die Richtung. Hm. Ach, Shift musst du drücken, dann funktioniert das? Genau. Sehr gut. Jetzt muss ich einmal schauen, welche S-Bahn-Linien es ergibt. Ja, mal schauen. Richtung. Ach ja, das wollte ich überhaupt nicht drücken. Dankeschön. Bisschen clunky noch, aber das kann man immer noch ändern. Da kommt dann hier der Fernverkehr und hier kommt dann. HBF. Hofer. Flughafen. Ja, haben wir die auch schon mal. Da wir jetzt hier einen Viadukt haben. So, dann haben wir die Züge schon mal. Dann würde ich jetzt da schon mal nochmal einen einsetzen. Einen neuen Zug. Ich nehme mal wieder die 425. Aber das bereits schon Weichen implementiert sind, ist auch sehr nice. Mhm. Ja, sonst könntest du auch die Strecken schwer nachbauen. Das ist dann wirklich schwierig, glaube ich. So, ich bin mir, wie lange, ich muss mich mal ganz kurz stellen, wie viel Teil der ist, die BR 425 besteht. Das habe ich mir wieder nicht gemerkt. Das würde ich nämlich gerne auch richtig machen. Vierteilig, okay. Also müssten sie zweiteilig in der Mitte sein, weil das ist Zugteile, zählen glaube ich nur die Mitteldinger, die Endwagen zählen nicht als Zugteile. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Weiß ich nicht. Oh, das ist tricky, jetzt müssten wir hier unten weiter. Oh, ich mach mal hier ganz kurz, kauf mir mal 3 Einheiten. Für die Strecke. Sind jetzt, wie lange sind die jetzt? Ne, die sind glaube ich wirklich nur kurz jetzt. Zweiteilig. Ich glaube, ich muss die tatsächlich fünfteilig einstellen. Würde ja auch Sinn ergeben. Kann ich die auch wieder verkaufen? Ja, kann ich. Linie S2 Nienburg-Hannover Hauptbahnhof. Da hat er wieder Probleme auf der Linie. Nee, hat er doch nicht. Gut, ich wollte gerade sagen, hat er Probleme auf der Linie, aber funktioniert. Das wäre jetzt hier eigentlich, die Linie ist hier gerade eigentlich einspurig, aber aufgrund des Games ist es halt hier zweispurig. Ja, das aber das kann man ja alles noch wieder umändern, falls dann irgendwann mal das Ganze auch mit eingleisigen Gleisen befahrbar ist. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil es noch keine Signale gibt, kann der Eingleisig ja nicht, ist ja nicht möglich dann. Mhm. Ich denke mal, wenn Signale kommen, dann wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie kommen, aber ich denke mal schon irgendwann, wird das eh nochmal interessant. Jetzt muss ich natürlich die Linien nochmal einstellen, denn Hannover Hauptbahnhof, was fahren die denn für einen Takt eigentlich? Halbe Stunde, denke ich mal, S-Bahn, oder? Und auch in Nienburg würde ich nochmal auf 30 Minuten setzen. Hier sind noch einige Stationen, ich bin der TSV Mühlenfeld, wo ist das denn? Welcher Bahnhof ist das denn? Linzburg ist richtig, das muss ich jetzt nochmal ganz so gucken, welche, aber TSV Mühlenfeld ist, welche Station ist das? Das müsste Hagen sein, ne? Hagen bei Hannover. Okay, dann müssen wir das nochmal kurz beenden. Ich wollte die Folge eigentlich schon lange beenden, ich weiß. Hagen. So, Hagen bei Hannover. Und dann können wir gleich mal schauen, da fahren nämlich die Züge auch schon raus. Die müssten wahrscheinlich auch nochmal rot markieren, weil es ja DB-S-Bahn-Züge sind, theoretisch. Fahren die auch schon raus und sind schon unterwegs. Ist ja schon eigentlich die S-Bahn-Verkehr, also wir haben jetzt schon 2 Linien in Hannover. Batz! Und ich kann in der nächsten Folge dann auch meine 2. S-Bahn-Linie einsetzen. Das ist cool. Gut, dann würde ich sagen, mit dem Bild hier in Hannover Hauptbahnhof. Also streng genommen müsste ich wahrscheinlich eher einen Zug noch von der Strecke nehmen, aber ich belasse einfach so bei, damit einfach ein bisschen Bewegung drauf ist. Von Anfang zumindest. Ja, genau. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und diese Folge ist 50 Minuten lang. Passt. Gut, macht's gut. Tschüss. Tschüss.